Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul-Video hier auf meinem Kanal. Wir haben hier zwei Lego-Tüten und wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, habe ich mir ein paar Pick-a-Brick-Becher befüllt. Aber nicht in Deutschland, sondern in Italien. Ich war in den Osterferien in den Urlaub und wir waren in Mailand und da bin ich natürlich in den Lego-Store gegangen. War ein richtig cooler Lego-Store, dazu aber einmal ein Video mehr. Und ja, ich zeig einfach mal, was ich so gekauft habe. Keine Ahnung, warum ich zwei Tüten gekriegt habe, aber naja. Das war alles an einem Tag und von einem Lego-Store. So, ich habe mir zwei Becher befüllen lassen. Ich weiß, die Becher in Italien sind, ich glaube 91 Cent teuer. Ja, um 91 Cent teurer als die in Deutschland. In Deutschland kostet 17,99, in Italien 18,90. Das ist ein Unterschied von 91 Cent. Aber naja, die Teile haben sich gelohnt, wie ihr hier sehen könnt. Und zeigt mir jetzt einfach mal, was ich so bestellt habe. So. Ich kipp die Teile jetzt einfach mal. Ich hole mal in so ein Ding, in das die reinkippen kann. So, da wäre ich wieder, obwohl ihr eigentlich jetzt keine Pause gehabt habt. Also egal. Hier ist das Teil. Und ich würde einfach mal sagen, ich kippe die Becher rein. Es gab übrigens keine VIP-Punkte in dem Lego Store Mailand. Keine Ahnung warum. Wie man einen Pick-a-Brick-Becher am besten in der platzsparendsten befüllt. Dazu werde ich auch ein Video machen, aber jetzt nicht in dem Video. Das wird dann wahrscheinlich so ein Video, in das ich sehr viel Zeit stecken werde, weil ich experimentieren werde. Wahrscheinlich gleich vor der Kamera. Ich schütte hier meinen nächsten Becher raus. Und ja. Was soll ich sagen? Das sind die Steine, die ich so mir im Lego Store gekauft habe. Wir haben hier so Slopes and Trans Clear. Danach haben wir hier so Fensterscheiben. Ja. Die gab es da auch und ich wollte mir da nicht so viele mitnehmen, aber so ein paar habe ich mir da schon mitgenommen, weil ich verwende diese Viererfenster nicht ganz so häufig. Aber dass ich da einfach so ein paar Teile habe. Danach seht ihr hier so braune Fensterrahmen. Ich habe hier eigentlich größtenteils Teile für die Ritterburg bestellt. Die sind sehr praktisch, weil da kann ich nicht eine andere Farbe in die Ritterburg einbringen. Hätte es die weißen geben, ich hätte mir dann sowas von einen Becher damit voll gemacht. Wenn einfach auf Brücken sowas von teuer sind. Danach, was habe ich hier noch bestellt? So, einmal Zweierplates in Sand Green. Die lohnen sich, glaube ich, mehr beim Pick-a-Brick Store, obwohl die auch eigentlich auch auf Brücken schon Centware sind. Also 3 Cent. Aber naja, dazu werde ich wirklich auch ein Video machen. Ich werde dann in dem anderen Video so einen Becher nehmen und versuchen, da so richtig viele Teile reinzufüllen. Dann, wenn wir mal ausrechnen, wie viele Teile von jeder Sorte in den Becher passen. Wird, denke ich, ein cooles Video. Kommt wahrscheinlich auch bald. So. Dann haben wir hier so einmal eins und einmal Zweier Bricks in Sand Green. So wie Profile Bricks, weil ich glaube, dass die mir nicht für alles ausreichen werden. Dann, was haben wir noch? So Dark Bluish Gray Plates, einmal zwei. Die sind auf Brooklyn sehr teuer. Zumindest als ich die gekauft habe. Und das heißt, als es die im Lego Store Mailand gab. Übrigens, richtig cooler Lego Store. Ich werde denen wahrscheinlich in einem anderen Video ein paar Bilder davon zeigen. Und ja, die sind für einen Teil der Regalstadt. Ich will das ausbessern. Dazu aber auch in einem anderen Video was mehr. Einmal Dreierplates im Tank, kann man nie genug haben. Dann solche Plates, habe ich mir einfach ein paar, so 4 Stück, nee, 5 Stück davon mitgenommen. Einmal Zweier Fliesen in White, falls sich der Pick-a-Brick Store irgendwie verrechnet hat und mir weniger zugeschickt, damit ich nicht gleich wieder neu bestellen muss. Beziehungsweise für irgendeine andere Fliesung. Weil es ist ja so, dass ich jetzt nicht mehr ganz so viele Fliesen brauchen werde. Das heißt, ich habe deshalb weniger mitgenommen. Solche Elemente für Zäune, Dark Blue Plates und das war es eigentlich schon so grob, was ich so mitgenommen habe. Ja, Dark Red habe ich auch noch mitgenommen, Dark Red ist auch eine richtig teure Farbe auf Brooklyn. Und ja, damit war es das auch schon von diesem Haul-Video. Das nächste Video aus der Regalstadt wird natürlich bald folgen.
Und ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochladen werde. Wahrscheinlich diesen Freitag oder Donnerstag oder Mittwoch. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir haben Zeit. Also, bis dahin, macht's gut und tschüss.